So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Illusion of Time. Immer noch im Sky Garden. Im Himmelsgarten, wie man ihn noch nennen kann. Auf Deutsch zumindest. So heißt er ja. Und wir befinden uns hier im allerletzten Abschnitt des Dungeons. Ach, hier müssen wir jetzt schräg laufen. Das heißt, uns erwartet jetzt quasi die schwerste und größte Sektion. Und ich weiß, was hier los war. Und ich weiß, dass ich das hasse. Ihr werdet es auch gleich wissen und ihr werdet den Abschnitt vermutlich auch hassen, wenn ihr ihn gespielt habt. Weil er einfach richtig anstrengend und verwirrend ist. Ja, jetzt geht's hier hoch und dann können wir da gleich wieder rüberspringen. Und dann sind wir quasi einmal im Kreis gelaufen. Ohne die Statue, da steht sie ganz geschickt, würden wir auch glatt wieder durchlaufen und im Hauptraum landen. Das heißt, wir müssen jetzt geschickt angehen, wir müssen genau in der Mitte landen. Das heißt, wir müssen rechtzeitig aufhören zu laufen. Besser gesagt, gegensteuern. Gut. Das hätten wir schon mal. Und dann müsste ich auch relativ viel auf der Schattenseite los sein, ja. Oh Gott, ich sollte nichts Kohlensäurehaltiges trinken. Kurz vor der Aufnahme. Das merkt man. Gott. Aber ich kann mich noch zurückhalten. Das wäre auch so das Mindestmaß an Höflichkeit. Ja, der Abschnitt war so ewig groß und die ganzen Fallen und... Ah, ich hasse ihn. Kann ich wieder zurückgehen? Kann ich nicht einfach so rüberspringen oder so? Oh, Menno. Das Spiel hat mich eindeutig nicht lieb. Und dann bekommst du ja nicht mal Leben. So, da können wir herunterspringen. Ich wollte sagen, da können wir runterspringen, nicht da werden wir runterspringen. Ich dachte, ich wäre sehr schön. Jetzt sind wir... Ah, ja, ja, ja. So was hasse ich ja. Wenn Sachen passieren, die du nicht machen möchtest, die aber trotzdem passieren, weil der... Weil die Spielfigur irgendwas als irgendwie interpretiert. Ah, halt! So. Auf jeden Fall ist dieses Schattengebiet ja ziemlich groß und ziemlich verwinkelt und alles. Gut, jetzt kann ich daran. Du hüpfst darüber? Ja. Ich dachte, ich könnte über ein Feld große Abschnitte springen und nicht gleich über die halbe Weltgeschichte. Dann komm her. Und das war's dann auch für den und nicht weiter drum kümmern, einfach gehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin. Ich weiß, dass ich jetzt die eine Hälfte des Ganzen hier... Ach, da ist ein neues Portal. Gut. Das heißt, wir können uns da gleich wieder heilen. Das ist natürlich der Vorteil des Ganzen, wenn man ständig zwischen Will und Freedom hin und her wechseln muss. Man hat ständig diese Portale und kann sich dementsprechend nächstes Mal wieder neu heilen. So, Will werden wir dann vermutlich wieder irgendwo benötigen. Sprich also, irgendwo wird der Psychodash wieder fällig. Und vielleicht möchte uns Gaia ja diesmal was erzählen. Ja, speichern und... Ja... Okay, dann leben wir wohl. Dann halt nicht. Dann müssen wir halt weiter als Will laufen. Vielleicht hätte ich erstmal versuchen sollen, möglichst viel aufzuräumen mit Freedan. Weil Freedan ist ja bedeutend stärker als Will. Autsch. Und zum Glück tun die Feuerfallen nicht allzu doll weh. Nur einen Energiepunkt, also einen halben. Gut, da oben waren wir. Da waren nur die Würmer, die sind... Nein. Okay, ich wollte gerade sagen. Das wäre es jetzt gewesen, wenn wir mit dem Dark Fire... Autsch, ja. Wenn wir mit dem Dark Fire erst das Schwert hätten aktivieren müssen und das zerstören, damit wir die Statue auf den Schalter schieben können. Ich glaube, dann hätte ich jetzt geschrien, wenn wir das erst hätten machen müssen. 7 Gegner, dann haben wir hier schon mal 2, 3 sogar. Da ist man ja richtig spendabel heute. Und das führt mich wohin? Zu einer... Ha? Das ist eine andere Statue, glaube ich. Die ist hell. Und das bringt mir jetzt exakt was, wenn ich sie runterschiebe? Kann ich nicht. Was bringt sie mir dann?
Keine Ahnung, hier sind wir aber offensichtlich falsch. Ah, das war die Geschichte, richtig. Oh nein. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wie genau das läuft, aber ich glaube, wir müssen da zweimal lang. Und wir müssen hier jetzt auch gleich einmal runter, bitte. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich an bestimmten Stellen des Liedes einfach ruhig bin. An den Stellen könnt ihr euch dann vorstellen, wie ich innerlich einfach gerade den Soundtrack mitsumme. Es geht nicht anders. Das tut mir leid. Was ist das hier für eine auffällige Stelle? Das sieht sehr, sehr seltsam aus. Vor allen Dingen, es hilft mir auch gerade alles nicht weiter. Muss ich doch erst zu... Oh, bitte nicht. Kann ich dann... Nee, da kann ich echt nichts machen. Also... Ah, jetzt kriege ich einen innerlichen Schreikrampf. Weil jetzt muss ich doch erst zu Federn werden. Dann muss ich dieses Schwert vernehmen. Moment mal. Bleibt das denn überhaupt? Kann man euch nicht irgendwie ausweichen oder so? Autsch. Ich brauche mein Ausweichen nicht reinlaufen. Der Psycho, der springt ja nicht, weil wir dann ja erstmal wieder komplett zurückspringen. Ah, es ist so anstrengend hier zu warten. Hau ab, Mücke. Ach, da hast du schon Fliegengitter vor der Tür, vor dem Fenster und dann hast du trotzdem Mücken im Raum. Das ist die Mückenverschwörung, ich sag's euch. Die finden immer einen Weg, egal was sie vor eure Fenster hängt. Ah, Gott. Tschüss. Entschuldigung. Das sind die Tücken, wenn man um 12:30 aufnimmt. Man hat irgendwelche Insekten im Haus, wenn man das Licht anmacht. Ich hasse es, im Dunkeln zu sitzen, wenn ich am PC sitze. Das ist... Weiß nicht. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass meine Augen irgendwie immer schlechter werden, wenn ich im Dunkeln sitze. Dann verschwimmt mich irgendwann die Sicht. Ah gut, ich wollte gerade sagen, das Schwert reagiert gar nicht. Na gut, jetzt ist das kaputt und wir können den etwas ranziehen. Und wozu braucht mir dann jetzt das Portal? Dessen Sinn erschließt sich mir gerade überhaupt nicht. Und ich weiß auch nicht, bleibt das... Bleibt er jetzt so stehen? Ist das Schwert jetzt komplett weg für alle Ewigkeit oder wie sehe ich das jetzt? Behalte deine Fäuste bei dir, ich möchte nicht angetatscht werden. Glaube ich, ein natürliches Gefühl. Gut. Wo sind wir denn jetzt? Ja, das ist jetzt die Nummer. Wir haben einmal links und einmal rechts. Und wir haben ein paar Gegner, das weiß ich noch. Zählt der jetzt als Gegner? Nee. Wir vernichten das Schwert trotzdem, einfach weil es da ist. Und dann stört er uns später auch nicht. Und irgendwo ist jetzt noch ein Gegner, der ist nicht hier. Das hätte ich mir denken können. Tada! Ah, da ist die Kugel ja schon. Und damit bekommen wir Leben und wir haben... Damit, glaube ich, jetzt auch den letzten... Gott. Den letzten Abschnitt hier. Nochmal schauen, ob der Thron frei ist. Thron frei, Gegner frei, ja. Damit haben wir sämtliche Boni aus dem Dungeon raus. Und wir müssen das jetzt zwei machen, denn der eine ist der Kristall. Und der andere müsste ein... Oh. Dann ist der andere ein Kristall und das andere war ein Heilkräuter. Da man Heilkräuter aber nirgendwo kaufen kann, sind die auch hier relativ wertvoll. Gut, nee. Ich habe gerade geschaut, wo wir sind, aber... Ich hatte schon die Befürchtung, wir müssen jetzt den gesamten Weg komplett rumlaufen. Aber dem ist zum Glück nicht so. Und dann einfach den unteren Weg nehmen und dann sind wir hier auch fertig. Plump. So, dann müssen wir den nochmal entfernen, das Schwert. Peng, kapuff. Und dann können wir die Statue entfernen und kommen dort an. Die Kristallkugel, die wir gefunden haben. Irgendwann werde ich dieses Zeitlupensprechen perfektionieren. Das verspreche ich euch, Leute. Gut. Da wir jetzt hier komplett fertig sind, würde ich sagen, können wir Sky Garden
auch Richtung Boss verlassen. Dann passt sogar ziemlich gut. Dann kommen wir nämlich noch rechtzeitig zum Boss. Die 15 Minuten sind ja auch bald wieder rum. Jetzt muss ich nur schauen, wo hier der Ausgang. Ach so, ja, richtig. Da müssen wir ja da hinten die Stufen runterspringen. Schade, ich dachte, ich komme schadensfrei rüber. Aber offenbar ist uns dies nicht vergönnt. Also einfach durchlaufen. Ah, mein Gott. Man muss sagen, im Gegensatz zum ersten Boss, Castor, oder wie auch immer der heißt, Castoros oder so, ist der zweite extrem leicht. Eigentlich ist nur noch der vierte Boss noch leichter. So, setzen wir aber erst einmal hier die verbleibende Kristallkugel ein. Und damit ist der Weg vollständig. Wir heilen uns jetzt nochmal ganz schnell. Auch wenn, wie gesagt, das total unnötig ist. Ich würde fast behaupten, wir schaffen den Boss, ohne einmal getroffen zu werden. Hast du noch irgendwas zu sagen? Springe von... Nö, gut. So, Leute, dann würde ich sagen, Boss-Time. Mit epischer Musik und die Stufen, die dort zusammenfallen. Und der Boss ist ein Vogel. Könnte man noch anders erwarten. Wie gesagt, der Boss ist extrem einfach. Die stärkste Attacke, die er kann, ist dieser Strahl, den er aus dem Mund schießt. Da muss man aufpassen, weil der Strahl wirklich sehr viel abzieht. Die Federn, die so fliegen, kann man, glaube ich, nicht abwehren. Diese Federgespinst müsste sich aber abwehren lassen. Zumindest die daraus fallenden Federn. Ja, und ansonsten, der Boss folgt... Oh, ich Idiot. Puh, der Angriff war ziemlich stark. Der Boss folgt einem festen Muster. Das kommt immer erst diese Spindel, also erst... Ja, okay, jetzt ist er schon vorbei. Du hast den mächtigen Dämon bezwungen. Sieh dort, eine der Statuen. Oder wie es im japanischen Original heißen würde, du findest in der Leiche die Statue. So, nun haben wir natürlich ein Problem, das haben wir ja schon gesehen. Die Plattform fällt runter. Und natürlich genau in dem Moment lässt uns Fühler dann einfach mal alleine. Und wir sind auf uns selbst gestellt, als Will, und sitzen auf einer fallenden Plattform. Plötzlich ertönt aus dem Nichts eine vertraute Stimme. Das ist Nils Stimme. Will, du stürzt auf die Erde. Sorry. Gut. Ist das T bei stürzt nicht eines zu viel? Weiß, ich wundere mich schon die ganze Zeit über dieses Wort. Stürzt. Na dann. Versuch dich am Flugzeug festzuhalten. An welchem Flugzeug? Von welchem sprechen wir? Ich sehe hier keins. Okay, wir springen hier einfach mal runter. Puh, das ist Selbstmordkommando. Und... Nein! Verdammt, ich habe ihn verfehlt! Du hast was? Damit ist Phil's Schicksal besiegelt! Legomania. Noch ist eine gewisse Strecke bis zum Boden. Versuch's nochmal! Ich versuche es! Ich muss ihn kriegen! Und das sieht besser aus. Ja, wir leben! Wir leben! Wir leben! Ach, die Erde hat uns noch lieb. Jo, und damit sitzen wir auf dem Flugzeug. Fliegen natürlich nicht weg. Das Flugzeug fliegt mit 0 km/h. Das war verdammt knapp. Mir ist schlecht. Meine Nerven. Ruhe jetzt. Will ist schließlich gerettet. Neil, du bist ein Genie. Diese Erfindung hat Wills Leben gerettet. Noch können wir abstürzen. Okay, der ist sehr optimistisch. Lasst uns die nächsten Ruinen ansteuern. Nach den Steinen des Sternbilds heißt unser nächstes Ziel Mu. Auf zum Ozean! Mu liegt irgendwo im Ozean. Kein Mensch weiß wo. Aber wir finden es mit dem Flugzeug. Wow, 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 wow.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hoffe, ach komm, wenn der Part etwas länger wird. Und jetzt, ja, wir sehen nur ganz tief, ganz, oh, oh, oh. Er hat's noch prophezeit, er hat noch gesagt, wir könnten abstürzen. Das passiert, wenn man den Teufel an die Wand malt, ich sag's euch, Leute. Wir kamen gerade noch rechtzeitig aus dem Flugzeug. Neil ist ein genialer Erfinder, doch seine Schöpfung scheint immer irgendwas zu fehlen. Naja, perfekt ist schließlich niemand, auch Neil nicht. Ja, wir erinnern uns noch an die Sauerstoffflasche mit, wie viel Luft? Ach genau, für eine Minute, weil die Luft nicht komprimieren kann. Aber wir überleben natürlich auch das. Plötzlich findest du dich in einer riesigen Palasthalle wieder. Das letzte, an das ich mich erinnere, ist meine Wasserlandung. Wo sind die anderen? Ja, wo sind die anderen? Das, meine lieben Leute, erfahren wir erst im nächsten Part. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und sage bis denne.